Ich kann darüber jetzt sprechen mit Thomas Oppermann, dem Bundestagsvizepräsidenten. In der Aula der Georg-August-Universität stehen Sie in Göttingen. Herr Oppermann, wie haben Sie die Vorgänge gestern am Reichstag erlebt? Ich habe sie nicht live in Berlin erlebt, aber ich habe später die Bilder im Fernsehen gesehen und ich muss sagen, es waren verheerende Bilder, wenn ein Mob von radikalen Demonstranten sozusagen die Treppe, das Westportal des Reichstages stürmt, dann wird da der Eindruck erweckt, unsere Demokratie kann einfach mal so hinweggefegt werden. Dabei ist das Gegenteil richtig. Unsere parlamentarische Demokratie hat sich ja in dieser Corona-Krise außerordentlich bewährt. Man sagt immer, in Krisen seien die autokratischen Systeme besser. Da können die schnelle Entscheidungen treffen, können durchgreifen und handeln. Wir sehen jetzt aber, dass die Länder, die von Populisten regiert werden, sei es USA, Brasilien oder auch Russland oder auch Großbritannien, dass die mit der Corona-Krise überhaupt nicht gut fertig geworden sind, während sich unsere auf Diskurs und Gewaltfreiheit angelegte parlamentarische Demokratie außerordentlich bewährt hat. Und insofern haben die Bilder, die da entstanden sind, das Gegenteil von dem gezeigt, was wir im Augenblick haben, nämlich eine stabile Demokratie in Deutschland. Herr Oppermann, trotzdem zwei Dinge. Ein sehr sachlicher Teil, nämlich der Teil, Sie sind selber Jurist. Was ist mit dem Begriff Landfriedensbruch, mit diesem möglichen Landfriedensbruch, der doch begangen worden ist? Auf der anderen Seite, selbst wenn man juristisch dagegen vorgehen könnte, dieses Bild wird ja bleiben. Das sind die Reichsflaggen auf der Treppe des Reichstags. Das ist ja nicht zufällig passiert. Und insofern ist es ja auch ein kleiner Sieg und ein ärgerlicher Sieg aus Ihrer Sicht natürlich von denen, die dieses Bild in Zukunft benutzen werden. Ich würde nicht sagen, dass es ein Sieg der Feinde unserer Demokratie war. Sie haben eine Schwachstelle offengelegt. Wir sind eine wehrhafte Demokratie. Und wir dürfen den Feinden der Demokratie auch solche Bilder natürlich nicht gestatten. Wenn genügend Polizeibeamte oft vor dem Westportal des Reichstages gestanden hätten, dann wäre diese ganze Situation überhaupt nicht entstanden. So gesehen war es ein Fehler im ganzen Einsatzprozess. Ich möchte da keine pauschale Kritik üben. Die Situation in Berlin war gestern unübersichtlich genug. Aber es waren im entscheidenden Zeitpunkt nicht genügend Beamte da, die das komplett hätten verhindern und unterbinden können. Umso mutiger das beherzte Handeln der drei Polizeibeamten. Und wir müssen der ganzen Polizei auch danken für ihren großen Einsatz. Aber trotzdem noch mal juristisch, wenn wir diesen Landfriedensbruch jetzt haben, können wir durch eine Vergrößerung der Bannmeile eine größere Sicherheit herstellen? Wir haben eine Bannmeile, die gilt allerdings nur während der Sitzungswochen des Deutschen Bundestages. Die soll sozusagen einen grundlegenden Schutz gewährleisten. Aber ich rate davon ab, dass wir jetzt quasi den Bundestag zu einer Polizeikaserne machen, dass wir eine Festung aus dem Reichstag machen. Der sieht zwar aus wie eine Festung, aber er ist ein offenes Parlament. Unsere Demokratie ist auf den offenen Dialog zwischen Bürgern und Parlamentariern angelegt. Wir haben 2 Millionen Besucher im Deutschen Bundestag. Unser Parlament hat eine hohe Akzeptanz als die zentrale Institution unserer Demokratie. Und ich würde mir mehr anlassbezogenen Schutz in solchen Situationen wünschen. Darüber wird auch der Ältestenrat in einer Sondersitzung am Donnerstag erstmals reden. Und wir haben auch Pläne für solche Maßnahmen, die wir umsetzen können. Aber ich würde jetzt nicht aktionistisch versuchen, alle möglichen Dinge zu ändern, die den Dialog zwischen Bürgern und Parlamentariern erschweren. Ihr Parteikollege Kevin Kühnert hat davon gesprochen und auch gewarnt. Das, was wir jetzt auch in den Medien sehr deutlich und ausführlich zeigen, bedeutet viel Aufmerksamkeit für Rechtsradikale. Ist das nicht vielleicht auch ein Fehler?
man muss Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, man muss Neonazis und andere Gruppen, die im Augenblick gegen unsere Demokratie kämpfen, sehr ernst nehmen. Und als wehrhafte Demokratie haben wir auch ganz klar den Auftrag. Aber wir dürfen sie auch nicht überbewerten und sie sozusagen jetzt zum Zentrum der politischen Diskussion machen. Es waren 300 Leute etwa, die auf die Treppen gestürmt sind, nachdem sie stundenlang auf dem Platz der Republik gestanden haben und von einem Einpeitscher aufgewiegelt worden sind. Das ist eigentlich kein Problem, das unsere Demokratie ins Wanken bringt. Ich glaube, da können wir politische, inhaltliche und auch polizeiliche Antworten darauf formulieren. Ich rate auch dazu, diesen Vorgang nicht total überzubewerten, aber auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Mit Selbstbewusstsein und Souveränität und Gelassenheit können wir in Zukunft für den Schutz des Reichstages sorgen und solche Bilder verhindern. Danke, Herr Oppermann, für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.